Der Siegerehrung als Vorstand des EC Peiting, der unter der Nordmannschaft sehr herzlich zu diesem grandiosen Sieg gratulieren. Gleichzeitig möchte ich sehr herzlich begrüßen Herrn Seliger vom DEG, unseren ersten Bürgermeister, Herrn Michael Asam, und die Vizelandrätin Frau Jochna Weiß. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Und ein ganz besonderer Gruß gilt unserer Meistermannschaft aus dem Jahr 2011, die drüben an der Bande steht. Ja, dann darf ich das Wort an Herrn Seliger weitergeben. Ja, im Namen des DEW ein herzliches Grüß Gott nach Peiting. Bevor wir die Jungs ehren, möchte ich erst einmal im Allgemeinen die hervorragende Nachwuchsarbeit des EC Peiting loben. Ich möchte daran erinnern, dass auch die Schüler eine hervorragende Saison gespielt haben. Die sind aufgestiegen in die Schülerbundesliga, haben sofort den Sprung zum Adler geschafft im Süden und haben nur ganz knapp das Schüler-Endturnier verpasst. So, gehen wir mal zu den Junioren des EC Peiting. Sie haben eine herausragende Hauptrunde gespielt. Ich habe es nicht im Kopf, aber mit Gefühl, glaube ich, 30 Punkten Vorsprung Erster geworden. Haben sich dadurch für die nächste Saison für die DNL qualifiziert. Applaus bitte. Und Sie haben Ihre herausragende Stellung auch in der Meisterrunde bewiesen, auch wenn heute die Luft nicht ganz gereicht hat und Sie auf einen hervorragenden Gegner aus Ravensburg nochmal getroffen sind. Ein Applaus auf die Ravensburger Jungs. Gut, vom Ablauf, ich werde es gleich erst nochmal an den Herrn Bürgermeister übergeben. Anschließend, wenn wir dann loslegen mit der Medaillenübergabe, bitte ich die Jungs einzeln hier vorbeizukommen, sich die Medaille abzuholen, und zum Schluss gibt es dann den Meisterpokal. So, Herr Bürgermeister. Ja, herzlich willkommen alle hier in unserer Eishalle, und mein herzlicher Gruß gilt unserer Meistermannschaft. Ich darf euch auch im Namen der stellvertretenden Landrätin Frau Andrea Jochna Weiß ganz herzlich gratulieren, und ich als Bürgermeister der Marktgemeinde Peiting gratuliere euch ganz, ganz herzlich zu diesem Riesenerfolg, den ihr in dieser Saison wieder geschafft habt. Ich muss sagen, wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Nachwuchs, des EC Peiting. Und ihr habt es wieder mal bewiesen, dass ihr hervorragend die Saison über die ganze Saison hinweg gespielt habt, dass eure Betreuer, euer Trainerstab und Betreuerstab hervorragend mit euch gearbeitet hat. Und das macht uns immer wieder Freude, wenn wir sehen, wie gut unser Eishockey-Nachwuchs spielt. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Es ist auch schön. Es ist auch schön, wenn ich den ersten Vorstand neben mir stehen sehe, den Gerhard Weilich, dass ihr doch noch einen Glanzpunkt in dieser Eishockey-Saison gesetzt habt. Das macht auch den Vorstand zufrieden, das macht den Geschäftsführer zufrieden, und vor allen Dingen rechtfertigt es auch den großen, riesengroßen ehrenamtlichen Einsatz der gesamten ECP-Mannschaft, Vorstandschaft, Betreuer, Trainer und was alles für den EC Peiting die ganze Saison, das ganze Jahr hinweg arbeitet und versucht, das Beste zu machen. Den allen, wo ich gerade erwähnt habe, danke ich auch ganz, ganz herzlich. Ohne den wird es nicht gehen. Die sind unheimlich wichtig für den Erfolg des EC Peiting und auch für unsere Gemeinde unheimlich wichtig, damit wir dieses jährliche Eisstadion auch mit Leben erfüllen. Und das muss auch mal gesagt sein. Euch herzlichen Dank, lieber Gerhard, auch mit Familie und alle anderen. Ja, und der große sportliche Erfolg, der wird euch natürlich wieder in der nächsten Saison entsprechend fordern. Dazu wünsche ich euch viel Kraft, vor allem viel Freude weiterhin an dem schönen Sport, und euren Betreuern und Trainer auch weiterhin das glückliche Händchen, damit diese Erfolgsspur weitergeht bei euch und wir kommen.
kann ich nur sagen, sind wahnsinnig stolz auf euch. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ja, dann kommen wir zu Sie, Herr Lerner. Oliver, bitte. Auf geht's. Ja, alle einzeln vorbeikommen. Korbe als Kapitän, der Erste. Wenn das schon wieder am Fenster ist.